Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Diesel-Date-Video auf meinem Kanal. Manche von euch wissen es vielleicht, eines meiner letzten Autos, bevor ich das Model 3 hatte, war ein Kangoo, ein Renault. Also ich habe schon häufiger in meinem Leben Renault gefahren, hatte auch schon mal einen R14, glaube ich, und freue mich sehr, dass ich heute dank des Autohauses Karnick in Überlingen einen nagelneuen Renault Megane E-Tech ausprobieren darf, auch noch in meiner Lieblingsfarbe Rot. Ich muss sagen, das Erste, was ich dachte, ist, wow, der ist aber schön. Der gefällt mir wirklich gut. Der hat eine schöne Form, die mir sofort zugesagt hat. Und wir werden heute hier mal auf etwas ungewohntem Gelände in der Überlinger Gegend versuchen, ein paar schöne Bilder einzufangen und dieses Auto auszuprobieren. In der Standardausstattung kostet der Renault Megane E-Tech 44.800, glaube ich. Hier haben wir ein paar Sonderausstattungen, zum Beispiel sehr wesentlich die Wärmepumpe, und dieses Modell kostet, so wie es da steht, ungefähr 48.000 Euro. Die Batterie hat eine Kapazität von 60 Kilowattstunden, womit man auf eine Reichweite nach WLTP von 433 Kilometern kommt, also ungefähr um die 14 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ohne Wärmepumpe wird der Verbrauch auf 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben. Dieses Auto heißt zwar Renault Megane auch, aber es ist komplett neu entwickelt, auf einer anderen Plattform gebaut und hat im Grunde nichts mit dem Megane-Verbrenner zu tun. Vor allem vorne, finde ich, sieht man deutlich, dass es sehr anders aussieht, hat einen auffälligen Grill da vorne, kommt voluminös und wuchtig daher und insgesamt hat es eben eine sehr gerade, kompakte Form. Besonders schön finde ich hier diese Seite gestaltet und die eingelassenen Griffe, die rauskommen, wenn man das Fahrzeug öffnet. Beim Fahren fällt mir zunächst auf, dass es sehr butterweich geht, geschmeidig, mühelos, auch die Beschleunigung sich gut anfühlt. Hier kann ich über den Multi-Sense-Knopf verschiedene Fahrstufen einstellen. Ich fahre hier Komfort, also beim von 0 auf 100 habe ich natürlich auf Sport geschaltet, aber im Komfortmodus ist es auch so, dass es vom Lenkverhalten, finde ich, sehr sportlich lenkt, geschmeidig und ruhig und mühelos gleitet es dahin, beschleunigt gut, fährt gut. Finde ich erstmal nicht nur ein schönes Auto, sondern ein angenehmes Auto zu fahren. In der Mitte vorne haben wir ein großes Display, wo man Einstellungen vornehmen kann, die Navigation groß angezeigt bekommt und so weiter. Durchs Lenkrad durch sieht man eben auf ein großes Display, auf dem dann Geschwindigkeit und die ganzen Fahrdaten und Werte angezeigt sind und auch ausgewählt werden können. Also das Display, was es beim Model 3 nicht gibt. Wir haben hier am Lenkrad zwei Schalter, mit denen wir die Rekuperation noch beeinflussen können. Mit mehr oder weniger Rekuperation die Batterie mehr oder weniger laden. Wenn ich hier auf voll einstelle, habe ich im Grunde sowas wie das One-Pedal-Driving. Dann gibt es noch einen Knopf, den ich sonst noch selten gesehen habe. Das ist nämlich der Kreisverkehr-Erkennknopf. Das traue ich mich jetzt aber nicht so richtig auszuprobieren. Durchaus eine Besonderheit ist dieser Rückspiegel. Es ist ja so, dass man hinten kein besonders großes Fenster hat, also man sieht nach hinten nicht viel raus. Und deswegen kann man hier den Spiegel umschalten, wie man sonst abblenden würde. Dann hat man eine Rückfahrkamera, mit der kann man gut dann sehen, was hinter einem los ist, auch wenn das Fenster zu klein dafür ist. Apropos Kamera, wir haben eine 360-Grad-Kamera, die man hier anwählen kann, und da sieht man dann von oben sozusagen aus der Vogelperspektive genau, was so um einen herum ist, und kann also alle Gegenstände, die um einen rumliegen, auch finden. Also theoretisch könnte man damit auch sehen, dass ein großer Findling auf dem Rasen liegt und dann nicht rüberfahren. Ich spiele damit auf ein Video an, was ich euch oben gerade nochmal verlinkt habe. Es geht los. Okay. Ist natürlich die Frage, weil es die Kilometer immer nur so in 15er Schritten anzeigt, ob das dann hinterher wirklich ein Ergebnis bringt. Ich denke, im Wesentlichen geht es ja auch um das Gefühl, und da kann man sagen, es macht im Gegensatz zu einigen anderen Autos einen spritzigen Eindruck, ein ausreichender, absolut ausreichender Wert für so ein Auto. Es wird hier nicht alles über Touch-Display oder so gesteuert, wie man vielleicht am Anfang denkt bei dem großen Display, sondern es gibt unten drunter auch noch eine ganze Reihe von ganz analogen, schönen
WIP-Schaltern, also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal ein bisschen weniger Lüftung haben will, damit ihr mich besser versteht, mache ich das hier mit diesen kleinen Schalterchen und auch andere Klimafunktionen werden hier eingestellt. Direkt unter diesem Panel ist eine Ladefläche, die induktives Laden für die Smartphones ermöglicht und dann natürlich viel Platz in der Mittelkonsole für Getränke und alles Mögliche. Und hier noch eine Klappe unter der Armstütze, die auch verschiebbar ist, wie ich gerade feststelle. Ich kriege sie nur nicht auf. Das ist ja klar, in der Mittelkonsole ist eigentlich reichlich Platz. Was ich jetzt mal entdecken möchte, ist, ob es einen Frunk gibt oder was sich vorne unter der Haube verbirgt. Ich vermute mal, dass der Hebel klassisch sich hier befindet. So ist es. Immer wieder spannend zu suchen. Interessant. Ist mir jetzt auch noch nie passiert. Also, vielleicht mal als kleiner Hinweis, weil manche denken, ich bereite mich nicht vor. Ich bereite mich schon vor, aber was ich nicht mache, ist, ich lese nicht die Betriebsanleitung durch und ich stöbere auch nicht in allen Foren, was es zu sagen gibt, sondern ich möchte ja so ein Auto auch entdecken. Also ich versuche es nochmal. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nachgucken muss, wo man aufmacht. Ich habe ja schon viele Frunks geöffnet. Da ist ein Hebel, was ist das? Ha! Okay. Gut, also man muss hier durchgreifen und dann diesen Hebel ziehen durch die Lücke. Also wir sehen, es gibt keinen Frunk, es gibt eine Wärmepumpe und damit ist hier vorne auch schon zugebaut. Dann schauen wir mal, wie es hinten aussieht. Entweder ich muss da drauf drücken oder ich muss da drunter greifen. Ich versuche es mal mit da drunter greifen. Nein, das ist auch nicht der Kofferraum. Da drauf drücken, auch nicht. Ah, ups, okay. Dieses ist ein Knopf und damit geht's auf. Ihr seht also, dieser Dad lernt gerne dazu, statt sich vorher zu informieren und dann im Video klug zu scheißen. Eine Hutablage, dann, das habe ich jetzt tatsächlich schon lange nicht mehr gesehen, einen Kofferraum, der hier runter geht, wo bei anderen erstmal eben ist und man macht eine Klappe auf, geht es hier schon mal runter. Da haben wir ein Ladekabel. So, jetzt muss ich aufpassen. Ich wurde letztes Mal gerügt, weil ich nicht alle Klappen sofort gefunden habe. Ist da noch was? Ist da noch was? Nein. Da. Nein. Nichts mehr zu finden. Okay. Das heißt, das ist jetzt mal hier der Kofferraum. 88, ich würde sagen, er ist ungefähr 91 cm breit. Ungefähr 30 cm hohe Vertiefung. Und die Tiefe bei aufgestellter Rückbank. Na, das sind hier wahrscheinlich 70 cm und da so ungefähr nur 60. Das ist kein Riesenkofferraum, vor allem nicht in der Länge erstmal. Megane ist ja, so als alte Lateiner würde ich sagen, hat was mit groß zu tun. Jetzt vierköpfige Familie Koffer, würde ich sagen, wird hier nichts. Gut, schauen wir mal, was ist, wenn ich die Rückbank umklappe. Einmal Zwetschge, zweimal Zwetschge. Mal schauen, ob ich das auch eben hinkriegen würde. Übrigens, das ist ja ein bisschen mein Favorite hier. Diese Griffe, das finde ich sehr schön. Also ich mag diese Hinternpartie eigentlich sehr gerne von Megane. Und diese Art, diese Griffe hier zu machen, die gefällt mir. Kann man das irgendwie hochziehen? Nein. Kann man die Rückbank teilen? Auch nein. Gut, also ich habe nach Kräften versucht, hier noch was rauszufinden, aber meiner Meinung nach bleibt es dabei. Wir bekommen keine ebene Liegefläche hier hinten und haben dann eine Ladefläche von einer Länge von ungefähr 1, 2, 3 mal. Ich würde sagen, ganz grob 1,30 Meter. Kofferraum wird immer in Litern angegeben. Das interessiert mich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viel Liter mein E-Piano hat. Ich weiß, dass ich hier Schwierigkeiten hätte, es reinzubekommen mit Case. Ich glaube, das ist so um die 1,50 plus dann das Case mit Rollen. Also wäre wahrscheinlich schon problematisch. Machen wir den ohne Oscar-Test. Also Oscar sitzt ja immer da drüben, dann steige ich mal hier ein. Hinter den Fahrersitz, der auf mich eingestellt ist. Könnt ihr mich noch sehen? Also ihr seht hier, die Knie, die passen noch hin. Ihr seht hier, meine Hose ist kaputt. Die habe ich mir übrigens auch bei einem Videodreh kaputt gemacht. Und ihr seht, dass die Füße unter dem Sitz praktisch festgesteckt sind, eingeklemmt. Also ich habe Schuhgröße 46, ist natürlich auch nicht klein. Aber ich kriege die also gerade noch drunter geschoben unter den Sitz. Und hinten stoßen sie auch an dem Punkt an, wo die Rückbank aufgeschraubt ist. Okay, das kann man einstellen, das ist schön. Ja, ich bin 1,79 und
ich passe noch rein. Also hier ist keine Handbreit Luft. Der Oskar würde jetzt so sitzen, wenn ich mal, der würde so sitzen, um hier noch hinzupassen. Also für den Oskar-Test no way. Für mich wäre das okay. Was mich mehr stört, ist, dass ich hier halb schon auf dem Gurt sitze vom Mittelsitz. Das heißt, mit meinem breiten Becken sitzt sich's hier, oder man könnte auch sagen, mit meinem breiten Arsch, sitzt sich's hier hinten nicht wahnsinnig bequem. Ich mache mal die Tür zu. Ja, das ist okay. Also ich denke, zu zweit nebeneinander, das wird schon gehen. Funktioniert soweit. Für Oskar wäre es wahrscheinlich nichts. Wozu ich noch gar nichts gesagt habe, ist so zur Inneneinrichtung. Die gefällt mir soweit ganz gut. Man sieht auch mal wieder Stoff hier auf den Sitzen. Vorne auch im Frontbereich eine Stoffverkleidung. Das finde ich auch mal wieder angenehm. Ist nicht alles so, dass man Angst hat, wenn man drauf tappt, sofort jeden Dapper zu sehen, wie bei den meisten E-Autos, die ich in letzter Zeit gefahren bin. Das ist jedenfalls ein haptisch angenehmer Stoff, der kühl ist, oder ein Kunststoff oder ein Lederimitat, sowas in der Richtung. In der Sonnenblende sind Spiegel drin mit Lichtern, die von oben kommen. Und insgesamt würde ich sagen, ein Auto, was durchaus angenehm ist zum drin sitzen. Es ist sehr niedrig, also auch vorne zum Rausgucken beim Fahren ist es eher niedrig. Und ich hätte sofort das Bedürfnis gehabt, dass hier jetzt ein Schiebedach ist oder ein Panoramadach. Vielleicht ist man das nur einfach auch so gewohnt. Ich weiß nicht, die letzten Autos, die ich gefahren bin, hatten alle Panoramadach. Das ist jetzt mal wieder eins ohne. Ganz wichtig natürlich noch laden. Hier vorne wird geladen, und zwar fürs AC-Laden und das DC-Laden. AC-Laden bis 22 Kilowatt und DC-Laden bis 130 Kilowatt. Und wir haben hier noch die Möglichkeit, das Laden zu timen und zu planen. Schauen wir mal, wie schnell wir fahren können. Es geht los. Und hier hört es auf. 166. Ja, zum Fazit stelle ich mich mal an die Lieblingsseite dieses Autos von mir, nämlich ans Heck. Das gefällt mir optisch tatsächlich am allerschönsten. Ich finde dieses Auto schön. Es fährt gut. Es fährt spritzig. Es hat mit 7,2, glaube ich, eine ausreichende Beschleunigung. Es hat mit 433 Kilometern Reichweite in der Version mit Wärmepumpe eine ordentliche Reichweite. Klar, mit einer 60 Kilowattstunden Batterie kommt man halt auch nicht weiter, obwohl dieses Auto relativ leicht ist und nicht wahnsinnig viel verbraucht. Als ich mein Model 3 gekauft habe, waren die Kommentare immer: Boah, so teuer, so ein teures Auto kann ich mir nicht leisten. Dieses Auto kostet 48.000 Euro und ich glaube, inzwischen haben alle gemerkt, dass E-Autos teurer sind. Das ist schon auch ein ordentlicher Preis. Und E-Autos funktionieren halt anders. Sie sind in der Investition teurer und sie amortisieren sich eben über eine gewisse Laufzeit, von der wir nicht wissen jedes Mal und bei jedem einzelnen Modell und jedem einzelnen Fabrikat, ob es diese Laufleistung auch erbringen wird. Das ist ein gewisses Risiko. Da sind wir in einem Technologiewechsel. Die Autos sind zu teuer und auch dieses Auto hat mit 48.000 Euro aus meiner Sicht einen stolzen Preis. Es hat eine Spitzengeschwindigkeit von 160 Kilometer in der Stunde, wird da abgeriegelt, hat eine mittlere Reichweite, keine besonders große Batterie und trotzdem diesen Preis. Optisch gefallen tut es mir sehr gut. Ein bisschen ein Herz für Renault habe ich natürlich auch noch. Wie gesagt, ich bin in der Vergangenheit öfters Renault gefahren. Insofern durchaus ein Auto, was man kaufen kann. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr den Renault Megane E-Tech findet. Gebt mir unbedingt ein Abo für diesen Kanal, liked dieses Video und seid auch gerne nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Diesel Dave.